Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns in der Vorlesungsreihe des Steuerrechts, genau genommen bei der Nummer 13. Und heute werde ich euch etwas über die Einkommensteuer, die übrigen Sonderausgaben und Spenden dazu erzählen. Okay, fangen wir am besten an mit der Gliederung. Punkt 1, schauen wir uns erstmal an, was sind eigentlich Kinder im steuerlichen Sinne, denn das ist für die weitere Betrachtung unerlässlich. Dann kommen wir endlich zu den Sonderausgaben. Das sind erstmal die Kirchensteuer, dann die sogenannten lebenslang wiederkehrenden Versorgungsleistungen, dann Kosten der Kinderbetreuung, Kosten eigener Berufsausbildung, Schulgeld, Unterhaltsleistung an geschiedene Ehegatten. So, und Punkt 3 ist der Sonderausgabenpauschbetrag, der gewährt wird, wenn einige der anderen übrigen Sonderausgaben nicht gewährt werden. Und extra zu betrachten ist dann nochmal Punkt 4 Spenden. Die sind teilweise Sonderausgaben, teilweise nicht abzugsfähig, teilweise direkt einkommensteuermindernd. Und das werden wir uns jetzt alles anschauen. Wie versprochen, fangen wir mit den Kindern an. Was ein Kind ist, steht in § 32 StG. Absatz 1 besagt, ein Kind ist ein Nummer 1 im ersten Grad verwandtes Kind oder Nummer 2 ein Pflegekind. Das muss also biologisch gesehen erstmal schon mal erfüllt sein. Wenn eine Behinderung vorliegt, die dazu führt, dass das Kind hilflos im Sinne des 33 Absatz 6b Satz 3 und 4 StG ist, das heißt mal ganz kurz ausgedrückt, es bedarf einer ständigen Betreuung zur Existenzsicherung, ist es selbst halt so nicht lebensfähig, und diese Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eintritt, dann ist es ein Kind nach § 32 Absatz 4 Nummer 3 StG. Ist die Behinderung nicht vor dem 25. Lebensjahr eingetreten, ist sie sozusagen unerheblich und wir müssen weiter prüfen. Dann geht es nach dem Alter. Bei der Frage, wie alt ist das Kind, haben wir die Möglichkeit, ist es kleiner als 18 Jahre. Dann ist es ein Kind im Sinne des 32 Absatz 3 StG. Ist es 18 bis 21 beziehungsweise 18 bis 24 Jahre, dann müssen wir auf die nächste Folie schauen. Und wenn es größer 24 ist, ist es definitiv kein Kind. Wir haben jetzt also die Fälle abgedeckt, kleiner 18, größer 24. Und jetzt schauen wir uns den Bereich dazwischen an. Machen wir erstmal 18 bis 21. Hier ist wichtig, ob es als Arbeitssuchend gemeldet ist. Ist es das, ist es ein Kind im Sinne des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1. Ist es nicht arbeitssuchend gemeldet oder 21 bis 24 Jahre, müssen wir da prüfen, ob es sich in der ersten Berufsausbildung bzw. im Erststudium befindet. Ist das der Fall, greift § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a, es ist ein Kind. Ist dem nicht so, müssen wir schauen, ob es sich in einer weiteren Berufsausbildung oder weiteren Studium befindet, also zum Beispiel eine zweite Berufsausbildung. Ist dem nicht so, ist es kein Kind. Ist es so? Dann geht es darum noch, ob das Kind eine Erwerbstätigkeit hat, die sich schädlich ist. Hier fällt die kurzfristige Beschäftigung und Minijobs raus, wenn sie mit maximal 20 Stunden pro Woche durchgeführt werden. Das ist eine nicht schädliche Einkunftsart. Ist das also der Fall, das Kind hat eine Erwerbstätigkeit, die kein Minijob oder keine kurzfristige Beschäftigung ist, dann ist es kein Kind. Hat es keine Erwerbstätigkeit oder halt nur Minijob oder kurzfristige Beschäftigung, dann landen wir in § 32 Absatz 4 Satz 2 StG und es ist immer noch ein Kind. Ja, damit haben wir eigentlich alle Varianten abgedeckt. Also wir müssen prüfen, ob eine Behinderung vorliegt, wann diese Behinderung eintrat, wie alt das Kind ist, ob es arbeitssuchend bzw. eine Berufsausbildung ist und ob das die erste oder eine höhere Ausbildung ist. Wenn dem so ist, dann noch eine Erwerbstätigkeit, die schädlich ist, vorliegt. Mit diesem Wissen, das wir uns jetzt angeeignet haben, können wir uns um die Sonderausgaben kümmern. Die lassen sich folgendermaßen unterteilen. Es gibt einmal die unbeschränkt absehbaren Sonderausgaben. Die finden wir in § 10 Absatz 1 Nummer 4 StG. Die erste zumindest, das ist die Kirchensteuer. Die zweite, die es gibt, ist Absatz 1a Nummer 2 StG. Das sind die lebenslang wiederkehrenden besonderen Versorgungsleistungen. Was das genau ist, schauen wir uns dann gleich an. Dann haben wir die, die nur beschränkt abziehbar sind.
das sind ein paar mehr. Paragraph 10 Absatz 1 Nummer 5 StG sind Kosten der Kinderbetreuung. Die Nummer 7 Kosten der eigenen Berufsausbildung. Nummer 9 Schulgeld. Und last but not least in Absatz 1a Nummer 1 der Unterhalt an geschiedenen Ehegatten. Wenn wir das jetzt betrachten, wie ich es mir mal merken konnte, die unbeschränkt abziehbaren stehen in geraden Nummern, die beschränkten haben alle nur ungerade Nummern. Fangen wir mit dem an, was wahrscheinlich am schnellsten geht, mit der Kirchensteuer. Zu finden ist die in § 10 Absatz 1 Nummer 4 StG und ist die gezahlte Kirchensteuer zu 100% als Sonderausgabe abzugsfähig. Es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar Kirchensteuer, die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wurde, die ist nicht abzugsfähig. Die Kirchensteuer beträgt regulär 9%, in Bayern und Baden-Württemberg nur 8%. Und damit sind wir beim zweiten Punkt angelangt, lebenslange wiederkehrende Versorgungsleistungen, zu finden in § 10 Absatz 1a Nummer 2 StG. Die sind auch zu 100% als Sonderausgaben abzugsfähig. Dazu müssen wir aber erst mal wissen, was eine lebenslange wiederkehrende Versorgungsleistung ist. Und das finden wir ganz gut in 1a Satz 2 StG. Lebenslange wiederkehrende Versorgungsleistungen sind Zahlungen, die der Steuerpflichtige im Rahmen des Erwerbes a. einer Gesellschaftsanteils oder an einer Personengesellschaft oder b. eines Betriebs oder Betriebsteils oder c. eines Anteils größer gleich 50% einer GmbH oder der Voraussetzung, dass der Veräußerer Geschäftsführer war und der Steuerpflichtige Geschäftsführer sein wird, leistet. In diesen drei Fällen liegt erstmal grundsätzlich so etwas vor. Machen wir ein Beispiel. Der Steuerpflichtige Ede kauft von der Otto und Karl OHG den Gesellschaftsanteil von Otto ab. Dafür zahlt er einmalig 50.000 Euro sowie je 5.000 Euro zu Beginn eines jeden Kalendermonats. Bei den monatlichen 5.000 Euro handelt es sich um lebenslange, wiederkehrende Versorgungsleistungen, die Ede zu 100% als Sonderausgaben ansetzen kann. Die 50.000 natürlich nicht, das ist halt ein einfacher Kaufpreis für den Anteil. Punkt 3. Kosten der Kinderbetreuung. Zu finden in § 10 Absatz 1 Nummer 5 StG. Demnach sind 2/3 der Aufwendung für Kinderbetreuung jedoch maximal 4.000 Euro pro Kind und Jahr abzugsfähig. Dafür muss man allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Die erste steht in Satz 1. Das Kind ist maximal 14 Jahre alt oder älter und hilflos, wenn die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist. Satz 2. Es liegen Aufwendungen für Kinderbetreuung vor, also Haushälterin oder Kindergartenbetreuung. Sportvereine, Nachhilfe, alles was so in diese Rubrik fällt, zählt hier hingegen nicht rein, das ist keine Betreuung. Satz 4. Es liegen ordnungsgemäße Rechnungen vor und die Bezahlung erfolgt auf ein Bankkonto des Leistungserbringers. Das heißt, wer seine Haushälterin bar bezahlt, funktioniert nicht, es muss überwiesen werden. Und damit sind wir bei 2.4, Kosten eigener Berufsausbildung. Zu finden in § 10 Absatz 1 Nummer 7 StG. Ja, die Kosten für die eigene Berufsausbildung inklusive Aufwendung für eine auswärtige Unterbringung sind bis zu maximal 6.000 Euro pro Jahr pro Steuerpflichtigen abzugsfähig. Auch hier haben wir wieder eigene Voraussetzungen. Erstens, bei Erstausbildung oder Erststudium, das heißt ein konsekutiver Studiengang, also mehrere aufeinander aufbauende Studienabschlüsse notwendig sind, um den angestrebten Beruf ausführen zu können, wie das Lehramtsstudium, gilt auch als ein einzelnes Studium. Eine eigene Berufsausbildung liegt auch dann vor, wenn man weitere Ausbildungen oder Studiengänge hat, unter der Voraussetzung, keine anderen Einkünfte zu haben, außer wieder dieser Minijob oder kurzfristige Beschäftigung, die sind unschädlich. Was nicht zählt, sind Fortbildungen, Weiterbildung oder Kurse ohne folgenden Berufsabschluss, zum Beispiel Kochkurse oder Fortbildung im Rahmen eines Berufs etc. Mal ganz einfach gesagt, der Abschluss muss eine Prüfung erfordern und zu der Ausführung eines Berufs berechtigen. Dann liegt eine Berufsausbildung in der Regel vor. Und damit kommen wir zu 2.5, dem Schulgeld.
zu finden in § 10 Absatz 1 Nummer 9 StG. Hier sind 30%, maximal aber 5.000 Euro der Aufwendung für den Besuch eines Kindes einer Privatschule oder Schule freier Trägerschaft pro Kind und Jahr möglich. Die Schule muss natürlich diese Anforderungen erfüllen und nach § 10 Absatz 1 Nummer 9 Satz 2 StG entweder in der EU liegen oder nach § 10 Absatz 1 Nummer 9 Satz 4 StG eine deutsche Schule im Ausland sein. § 10 Absatz 1 Nummer 9 Satz 1 StG besagt, dass nur das reine Schulgesetz angesetzt werden kann. Kosten für Betreuung, Pflege und Unterkunft sind hingegen nicht anzusetzen. Kommen wir damit zu den Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten. Zu finden in Absatz 1a Nummer 1 StG. Daher besagt, dass auch der Unterhalt an den Ehegatten bis zu einer Höhe von maximal 13.800 Euro im Jahr zuzüglich der gezahlten Basisleistung für Kranken- und Pflegeversicherung für diesen als Sonderausgabe behandelt werden kann. Voraussetzung ist nach § 10 Absatz 1a Nummer 1 Satz 1, dass der geschiedene Ehegatte dem zustimmt. Tut er das nicht, können die Unterhaltsleistungen nicht als Sonderausgaben anerkannt werden, maximal als außergewöhnliche Belastung im Sinne des 33a Absatz 1 StG. Das ist allerdings deutlich ungünstiger. Damit kommen wir zum Sonderausgabenpauschbetrag. Den finden wir in § 10c StG und der besagt, sind keine übrigen Sonderausgaben entstanden und auch keine Spenden. So können pauschal 36 Euro bzw. 72 Euro bei Zusammenveranlagung als Sonderausgaben angesetzt werden. Hat man nur eins davon, was weiß ich, zum Beispiel jetzt die Kirchensteuer oder man hat eine Spende geleistet, die als Sonderausgabe anzusetzen ist, dazu kommen wir gleich, dann kann man den Sonderausgabenpauschbetrag nicht geltend machen. Viertens, wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zu den Spenden. Der Begriff Spenden ist etwas umfangreicher als man denkt. Der umfasst alle Arten von Zuwendungen, also auch Geldspenden, Sachspenden und Mitgliedsbeiträge an spendeberechtigte Organisationen. Spenden müssen freiwillig und ohne Gegenleistung erfolgen und der Spender muss eine Spendebescheinigung als Nachweis erhalten. Eine Spendenorganisation kann nur eine juristische Person in Form einer Körperschaft sein, entweder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, also der Staat, oder ein Verein. Spenden kann man auch unterteilen, das muss man auch machen im Steuerrecht, ganz wichtig. Die politischen Parteien wären eine Gruppe, die finden wir im § 34g Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StG. Der besagt, 50% der Spenden, maximal 825 Euro pro Steuerpflichtigen, mindern direkt die Einkommensteuer. Allerdings müssen wir jetzt auch auf den CB Absatz 2 StG verweisen. Damit werden nämlich das der Bereich der Spenden, die Politspenden, die Sonderausgaben sind. Anteil der Spenden, der 1.650 Euro pro Steuerpflichtigen übersteigt, maximal weitere 1.650 Euro pro Steuerpflichtigen sind direkt als Sonderausgaben abziehbar. Machen wir schnell ein kleines Ad-Hoc-Beispiel. Sagen wir, haben 2.000 Euro an eine politische Partei gespendet. Die ersten 1.650 Euro werden zu 50% zu § 34g angeordnet, also 825 Euro davon, werden direkt von der Einkommensteuer abgezogen. Die andere Hälfte der 1.650, also die anderen 825 Euro, verfallen. Wir haben jetzt also noch restliche politische Spenden in Höhe von 350 Euro. Die gehen in § 10b Absatz 2 StG. Oh, das sind ja sozusagen die 1.650 übersteigen. Die sind direkt als Sonderausgaben ansetzbar. So, dann kann man noch Spenden an Vereine ohne Parteicharakter, die jedoch Wahlvorschläge einbringen wollen. So etwas Ähnliches wie Wählervereinigung. Die finden wir auch in § 34g Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StG. Da gilt dasselbe wie bei den politischen. 50% der Spenden, maximal 825 Euro pro Steuerpflichtigen, mindern direkt die Einkommensteuer. Als Sonderausgaben kann man sie überhaupt nicht absetzen. So, dann haben wir noch die große Gruppe der gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Körperschaften bzw. Vereine im Sinne der § 52 bis 54 AO. In dem Paragraphen finden wir halt eine Auflistung, was das alles ist.
Diesen Sonderausgaben im Sinne des 10b Absatz 1 StG und Sie können bis zu 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte oder wahlweise 0,4% bzw. halt 4 Promille der Summe aus Jahresumsatz plus Löhne als Sonderausgaben abzugsfähig angesetzt werden. Beachten müssen wir noch § 10b Absatz 1 Satz 9 StG. Spenden, die diesen Betrag übersteigen, werden in das nächste Jahr vorgetragen. Also wenn wir jetzt mehr spenden als 20% unseres GDEs oder 0,4% der Summe Jahresumsatz und Löhne, das ist nicht verloren, solange es an gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Vereinigungen geht. Das geht dann halt ins nächste Jahr. Okay. Ich habe jetzt einiges dazu erzählt. Jetzt seid ihr dran. Aufgabe lautet, ermittelt bei folgenden Sachverhalten die anzusetzenden Sonderausgaben für den Veranlagungszeitraum 2016. Unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen, Nichtansätze sind zu begründen. Ja, legt am besten los, ihr kennt das ja, pausiert das Video, ich springe derweil zur Lösung und da vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Aufgabe 1. Der steuerpflichtige L. Abil hat im Veranlagungszeitraum Kirchensteuer in Höhe von 250 Euro abgeführt. Zudem leistete er an seine geschiedene Frau Unterhaltszahlungen von monatlich 1.800 Euro. Des Weiteren überwies er ihr den Anteil an Krankenversicherung und Pflegeversicherung in Höhe von 300 Euro monatlich. Alle notwendigen Anträge wurden gestellt und von der Ehefrau unterschrieben. Was haben wir? Fangen wir vorne an mit § 10 Absatz 1a Nummer 1 StG, der Unterhalt. Die Bedingungen sind halt alle erfüllt, der Antrag ist gestellt, die Frau hat es unterschrieben, passt. Geleistet wurden 1.800 Euro pro Monat, ein ganzes Jahr lang hat er gezahlt, also mal 12 Monate, sind wir bei 21.600 Euro. Maximal können wir ansetzen 13.805 Euro, ja, dann nehmen wir halt die 13.805. Zuzüglich der geleisteten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind 300 Euro pro Monat mal 12 Monate, macht zuzüglich 3.600 Euro. Ergibt einen Unterhalt in Höhe von 13.805 Euro plus 3.600 Euro gleich 17.405 Euro. So, was haben wir noch? Wir haben § 10 Absatz 1 Nummer 4 StG die Kirchensteuer. Die ist immer zu 100% abzugsfähig, außer bei der Ausnahme von Kapitalertragssteuer. Das sind also 250 Euro, die er hier gezahlt hat. Mehr hat er nicht. Wir können die Sonderausgaben jetzt zusammenrechnen. Unterhalt 17.405 Euro plus Kirchensteuer 250 Euro. Er gibt anzusetzende Sonderausgaben in Höhe von 17.655 Euro. Zweitens. Die Eheleute Kegel, Alter 42 Jahre, haben zwei Kinder. Tina, die am 17.04.2000 geboren ist, und Robert, der am 18.03.2006 geboren wurde. Da Tina seit Anfang Februar immer wieder mit den Gesetzen in Konflikt geraten ist, sahen sich die Eheleute ab März gezwungen, eine Haushälterin für ihre Aufsicht bzw. Betreuung einzustellen. Sie erhält eine Entlohnung von 450 Euro brutto monatlich. Robert erhält für das ganze Jahr Nachhilfe in Englisch, dazu sucht ihn eine Studentin, die nebenberuflich als Nachhilfelehrerin arbeitet, zweimal wöchentlich für je zwei Stunden auf, pro Stunde berechnet sie 15 Euro brutto. Okay, schauen wir uns erstmal Tina an. Am besten erstmal schauen, was wir an Kindern da haben. Sie ist im Veranlagungszeitraum 16, 15 bzw. 16 Jahre, also ein Kind im steuerlichen Sinn des § 32 Absatz 3 StG. Hier greift dann § 10 Absatz 1 Nummer 5 StG. Zwar handelt es sich bei der Haushälterin sachlich um Kinderbetreuung, da Tina aber größer als 14 Jahre ist, ist das keine Sonderausgabe, also ein Nichtansatz. Schauen wir uns Robert an. Der ist im Veranlagungszeitraum 9 bzw. 10 Jahre alt, ist also auch ein Kind im steuerlichen Sinn des 32 Absatz 3 StG. Schauen wir uns hier wieder an, ob es sich um Betreuung handelt. Er hat zwar noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet, aber bei der Nachhilfe handelt es sich halt um keine Kinderbetreuung, ist ja bloß Nachhilfelehrerin. Damit keine Sonderausgabe, kann man auch nichts geltend machen. Was haben wir noch? Ja, es verbleibt § 10c StG. Da keine sonstigen Sonderausgaben vorhanden sind,
kann der Sonderausgabenpauschbetrag von 2x36 Euro, das sind ja Eheleute, gleich 72 Euro angesetzt werden. Mehr haben die hier halt nicht. Drittens. Der Angestellte R. Uig erwarb im Veranlagungszeitraum 16 einen Gewerbebetrieb von Kaufmann K. Dafür zahlt er einmalig 50.000 Euro, zudem eine lebenslange, monatliche Zahlung von je 1.500 Euro ab Juli. Zuvor hat er am Anfang des Jahres, also noch kein Gewerbebetrieb, eine Fortbildung als Ausbilder besucht, die 1.000 Euro brutto kostete. Schauen wir uns erstmal die Fortbildung an. Das sind keine Kosten der eigenen Berufsausbildung, genau genommen sind sogar Werbungskosten, was günstiger ist. § 10 Absatz 1 Nummer 7 StG greift also nicht, es ist keine Sonderausgabe. Dann haben wir noch den Kauf. Jetzt finden wir den § 10 Absatz 1a Nummer 2 Lit B StG. Er hat einen Betrieb erworben und zahlt dafür eine lebenslange, monatliche Vergütung von 1.500 Euro ab Juli, also diese lebenslangen Versorgungsleistung. Das sind 6 mal 1.500 Euro im Veranlagungszeitraum, gleich 9.000 Euro, die wir als Sonderausgaben ansetzen können. Kommen wir damit zu viertens. Die Eheleute Karnickel haben 2 Kinder. Georg, geboren am 11.11.1988, seit Geburt als hilflos und behindert eingestuft. Er wird von einer Haushaltshilfe betreut. Dieser erhält eine Monatsvergütung von 200 Euro. Eduard, geboren am 8.06.1993, besucht in Berlin eine Privatschule in staatlich geförderter Trägerschaft. Monatlich zahlen die Eheleute 1200 Euro für den Schulbesuch, wobei 400 Euro davon auf Verpflegung anfallen. Die Eheleute spendeten im Veranlagungszeitraum 16 1500 Euro an den WWF, 2000 Euro an die katholische Kirche, 5000 Euro an die politische Partei Freie Quäler und 2000 Euro an die nicht-politische Wählervereinigung für saubere Umwelt. Die Ehefrau Karnickel befand sich das ganze Veranlagungszeitraum 16 im Zweitstudium Germanistik. Der Semesterbeitrag, der halbjährig zu entrichten ist, betrug je 500 Euro. Einkünfte hatte sie nicht aufzuweisen. Der Gesamtbetrag der Einkünfte der Eheleute betrug 25.000 Euro. Hier war einiges zu tun. Fangen wir erstmal mit dem Georg an. Im Jahr Veranlagungszeitraum 16 ist er 27 bzw. 28 Jahre alt. Er ist allerdings hilflos und behindert seit der Geburt, ist also ein Kind im steuerlichen Sinne des 32 Absatz 4 Nummer 3 StG. § 10 Absatz 1 Nummer 5 StG. Kinderbetreuung, die Haushälterin, ist eine Sonderausgabe, da es Sonderregelungen für Behinderte gibt, also für hilflose Behinderte. 200 Euro mal 12 Monate sind 2.400 Euro, die wir als Sonderausgabe geltend machen können. Schauen wir uns den Eduard an. Im Veranlagungszeitraum 16 ist er 22 bzw. 23 Jahre alt und befindet sich noch in Erstausbildung, ist also ein Kind im steuerlichen Sinn des 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a StG. Nach § 10 Absatz 1 Nummer 9 StG können wir Schulgeld geltend machen, und zwar die 1.200 Euro minus die 400 Euro, die nicht anrechenbar sind. Das multiplizieren wir mit 12 Monate und davon dürfen wir dann 30% maximal 5.000 Euro geltend machen. Rechnen wir es aus, kommen wir auf 2.880 Euro, die wir als Sonderausgabe ansetzen können. Ja, dann können wir uns mit § 10b Absatz 1 StG den nicht-politischen Spenden im Sinne der § 52 bis 54 AO befassen. Da haben wir § 52 Absatz 2 Nummer 8 bis Nummer 14 AO der WWF, den wir mit 1.500 Euro ansetzen können. Nach § 54 AO die Spende an die Kirche von 2.000 Euro, macht eine Summe von 3.500 Euro. Jetzt müssen wir prüfen, wie viel wir ansetzen dürfen. Maximal 20% des GDEs. Wir können auch 4 Promille aus Summe Löhne und Gehälter nehmen. Haben wir aber nichts, was wir nehmen können, von daher klappt das nicht. Das sind also 20% mal 25.000 Euro gleich maximal 5.000 Euro. Wir können also die 3.500 Euro tatsächlich als Sonderausgabe ansetzen. Ja, dann greift § 34g Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StG. Die Vereine ohne Parteicharakter, das ist ja diese Vereinigung für saubere Umwelt, die jedoch Wahlvorschläge einbringen wollen, sind keine Sonderausgaben, niemals, aber theoretisch 50% davon, maximal 1.650 Euro direkt einkommensteuermindernd.
Gleich 2000 Euro mal 50%, maximal 1650. 1000 Euro, die die Einkommensteuer direkt gesenkt wird. Das war jetzt aber optional, hat mit Sonderausgaben nichts zu tun. Es muss nur irgendwie hervorkommen, dass wir die nicht als Sonderausgaben einsetzen dürfen. Dann haben wir § 34g Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StG, die politische Spenden, die zunächst zu 50% maximal 1650 Euro direkt Einkommensteuer mindert abgezogen werden. 5000 Euro mal 50% wären 2500, maximal dürfen wir 1650 Euro, sind also 1650 Euro, die direkt die Einkommensteuer mindern. Der Rest ist nach § 10b Absatz 2 als Sonderausgaben bis maximal 3300 Euro zu betrachten. Rest ist Spenden minus das, was wir verbraucht haben für 34G. Denkt dran, das sind nicht 1650 Euro, sondern diese 1650 waren ja nur die 50%. Wir müssen es doppelt abziehen. Das heißt also 5000 Euro minus 3300 Euro macht 1700 Euro, die wir jetzt noch als Sonderausgabe ansetzen können. Dann haben wir die Kosten der eigenen Berufsausbildung für die Ehefrau nach § 10 Absatz 1 Nummer 7 StG. Das ist möglich, da es zwar ein Zweitstudium ist, sie aber keine eigenen Einkünfte erzielt. Wir können also den doppelten Semesterbeitrag ansetzen. Das sind 2 mal 500 Euro, macht 1000 Euro Sonderausgaben. Ja, summieren wir das alles, haben wir 2400 Euro Kinderbetreuung Georg, plus 2880 Euro das Schulgeld für Eduard, plus 3500 Euro die nicht politischen Spenden, plus 1700 Euro politische Spenden, plus die Berufsausbildung der Ehefrau von 1000 Euro, ergibt eine Summe an Sonderausgaben, die wir für die Eheleute ansetzen können, in Höhe von 11480 Euro. So, damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich. Ich weiß, Sonderausgaben sind nicht so einfach. Es werden dann jetzt die außergewöhnlichen Belastungen folgen. Meines Erachtens das schwerste Thema in der Einkommensteuer. Aber das schaffen wir auch noch. Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen. Ein Daumen nach oben hilft auch sehr, weil der YouTube-Algorithmus genau darauf anspringt. Ich verabschiede mich und ein schönes Wochenende. Wenn ihr das Video später seht, natürlich noch ein schöner Tag. Tschüss!